So, mit dem kleinen Trupp können wir vordringen. Weil mehr können wir gerade auch nicht machen, ohne Nahrung. Feuerwürfe haben, so wie es aussieht, auch Gebäude. Runenkrieger, zu mir! So. Ah, hier wird's lustig. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer. Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Sieht zurück nur nach einem Spawner aus. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten. Okay. Hier wäre noch Lenia. Hier sind noch ein paar Speer im Weg. Aber jetzt erstmal das Gebäude wegmachen. Und ja, man sieht, es sind menschliche Höfe hauptsächlich. Und ein Sägewerk. Wir sind frei. Sie sind weg. Kommt raus, Leute. Vorsicht, Gegner! So. Vielen Dank für eure Hilfe, Fremdling. Dieses Pack war schon dabei, alles wegzuschleppen. Ich bin Brenn, Geschichtenerzähler und nebenbei Vorarbeiter der Außenhöfe. Aoniers Licht, Brenn. Haben euch die Söldner viel gestohlen? Nun, unser Besitz ist eher praktisch als wertvoll. Da ist nicht viel zu holen. Außer Wasser, Holz und etwas Korn und Fleisch haben wir nichts. Von daher weiß ich auch gar nicht, wie ich euch entlohnen soll. Holz und Nahrung, sagt ihr? Davon besitzen wir zumindest mehr als Gold und Edelsteine. Nun, das wäre eine nicht minder wertvolle Entlohnung für mich. Ei, so soll es sein. Ich sage den anderen Bescheid. Sie werden es in euer Lager bringen. Ihr seid ein Geschichtenerzähler? Ja, so ist es. Ihr müsst wissen, das sind alles einfache Leute hier. Sie besitzen nicht viel, und es dringt wenig an ihr Ohr, was in der Welt so passiert. Deshalb lauschen sie gerne meinen Erzählungen. Wenn ihr also etwas wissen wollt, dann fragt danach. Vielleicht kenne ich eine Geschichte darüber. Gern. Was wollt ihr wissen? Okay. 350 Nahrung, das ist gar nicht mal so schlecht fürs Erste.
Lob. Wehrt euch, Schwestern! So, noch mehr Windschützinnen. Das ist nämlich das Beste, was wir eigentlich ausbilden können, gerade mit unseren Rohstoffen. Und vielleicht noch 5 Heilerinnen. Das erleichtert uns die Sache dann auch ein bisschen. Okay, hier spaltet sich der Gottwall etwas. Das heißt, da drüben gibt es ein Dorf, das wir erkunden sollten. Bevor wir weiter hochgehen. Okay. Der hat gerade keine Lust, so wie es aussieht. Von daher kannst du mir aber was erzählen. Ah, unser Retter. Erzählt mir etwas, Brenn. Gern. Was wollt ihr wissen? Warum heißt dieses Land Gottwall? Nun, einst kämpften hier die Wächtergötter gegen die Fialdag, die Prinzen der Finsternis, im Krieg der 6 Völker. Als die große Armee der Dunklen vom Süden her aufmarschiert kam, zerrissen die Wächter das Land. Sie hoben den Wall empor, eine schier unüberwindbare Mauer aus Fels. Doch die Fialdag trieben ihre Horden unermüdlich gegen den Fels, während die Wächter und die Armeen des Lichts den Tod auf sie regnen ließen. Schließlich gelang es den Dunklen, den Wall zu erstürmen. Es kam zum Kampf zwischen Wächtern und Fialdag. Die Fialdag wurden besiegt, doch der Wall der Götter blieb bestehen. Die Winde der Zeit haben ihn abgetragen, haben Stufen und Spalten in sein Antlitz gemeißelt. Im Konvokationskrieg war dies dann die Grenze zwischen den Landen Hokans und Urams. Beide lagen in erbitterter Feindschaft. Heute ist es eine der wenigen Stellen in dieser Gegend, an denen noch zumindest etwas Ackerbau möglich ist. Okay, da kommen meine Heiler. Der Speer ist gerade sonst wo unterwegs. Ah, unser Retter. Erzählt mir etwas, Brenn. Gern. Was? Was wisst ihr über Mulandir? Mulandir war einst die prachtvollste Stadt, die dieses Land jemals gesehen hat. Sie war die Stadt der Magier und Sitz des Zirkels. Sie wurde über der Schlucht gebaut, die entstanden war, nachdem die Götter den Berg Bargagor zerschmettert haben. Die mächtigsten Magier lebten dort und wachten über den Schlund der Dämonen. Als der Zirkel herrschte... Oh. Sie kreisen uns ein! Okay. Elends Segen! In Windeseile! Jetzt haben wir etwas Ruhe kurz. Können wir weiter... Oh. Gern. Ja, nochmal über Mulandir. Was wisst Mulandir? Die mächtigsten Magier lebten dort und wachten über den Schlund der Dämonen. Als der Zirkel herrschte, war sie die größte Stadt des Nordens und von unglaublichem Prunk. Aber der Krieg hat alles zerstört. Was davon nicht in den Fluten der Elemente versank, ist eine schwarze Wüstenei aus Feuer und Asche. Zwischen den Ruinen lauern nun die herrenlosen Dämonen Urams. Erzählt mir etwas. Erzählt mir etwas. Gern. Wer ist Uram? Uram der Rote war ein Mitglied des Zirkels. So wie Hokan Aschir der mächtigste Nekromant des Zirkels war, war Uram der Meister der Dämonenbeschwörung. Ich habe einst wie die meisten anderen hier auch unter seinem Banner gekämpft. Glaubt mir... Ich bin nicht fähig zu beschreiben, welch grässliche Monster er damals aus dem Schoß der Erde heraufbeschwor. Viele von uns verfielen allein von ihrem Anblick in Wahnsinn und Raserei. Und über allem thronte Urams mächtigster Diener, Ulata, einer der großen Dämonen des Abgrunds.
Ein Dämon unter der Gewalt eines Menschen? Ja, Uram war der Einzige, der dies vollbracht hat. Doch jetzt ist sein einstiger Diener frei. Wehe uns, wenn er je durch den Spalt zu uns vordringen sollte. Ulatas Horden sind... Ja. Befehlt! Los, Schwestern! Ist schön, dass ich immer unterbrechen muss, aber geht nicht anders. Ah, und... Gern. Ja. Wer ist... Uram... Ich Was habe... Viele von uns verfielen allein von... Ein Dämon und... Ja, Uram war der Einzige, der dies vollbracht hat. Doch jetzt ist sein einstiger Diener frei. Wehe uns, wenn er je durch den Spalt zu uns vordringen sollte. Ulatas Horden sind es auch, die nun als Plage dieses Land heimsuchen. Wenn uns also nicht die Wölfe fressen, irgendwann wird es die Rote Horde tun. Erzählt mir etwas. Gern. Ja, was ist mit Mechlan? Wer ist Mechlan? Mechlan ist ein Illusionist, ein einstiger Diener des Zirkels. Soweit ich weiß, sucht er nach dem Glaskunstwerk der Former, das einst im Archiv des Zirkels lagerte. Es ist ein Abbild von solcher Perfektion, dass jeder, der es betrachtet, in Glückseligkeit ertränkt. Man sagt, er habe einmal einen Blick darauf erhaschen können. Seitdem ist er besessen davon, es in seine Finger zu bekommen. Das Kunstwerk wurde während des Krieges zerbrochen. Nun sucht Mechlan nach den Bruchstücken. Er würde sogar töten, um eins davon zu bekommen. Gut, mehr kann er uns gerade nicht erzählen. Ich höre. Das heißt, wir machen uns mal hier unten auf dem Weg, dieses Lager noch zu zerstören. Damit wir von unten nichts mehr zu befürchten haben. Auch wenn von oben gerade wieder ein Speer kommt. Ernsthaft? So, das war der Speer. Also ja, das ist unschön. Ich hoffe nicht, dass er auf halbem Wege jetzt umkehrt und seine Leute zu warnen. Doch, tut er. Okay, kriegen wir jetzt kurz Ruhe. Ah, das kann heiter werden. Da kommen nämlich jetzt Brea-Wölfe en masse runter. Nee. Müssen das anders machen. Müssen uns erstmal hier verteidigen und dann müssen wir ein paar Arbeiter hochbringen, die... hier eine Defense errichten. Was ihr wollt, rasch! Sprecht! Dorthin! Ich eile! Dorthin! Ah, ist das nervig.
Muss aber wohl übel sein, weil hier kommen Briarwölfe. Also 4 Türme, 2 Eiswerfer müssen hier ins Dorf gepackt werden. Hier hinter die Palisaden. Oder am besten 2 davor, 2 dahinter, irgendwie so. Aber ja, ich muss hier leider einen Cut erstmal machen. Jupp. Und dann sehen wir uns gleich wieder.